Hallöchen, ihr Lieben. Ich fühle mich. Wie heißt der Bösewicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir wollten eigentlich in den Wildpark, aber der Sturm ist einfach zu stark. Wir gehen jetzt frühstücken, das hatten wir eh vor, aber wir gehen jetzt gemütlich im Louisiana brunchen und wir haben ja alle Zeit der Welt, weil wir jetzt nicht in den Wildpark fahren. Und da nehme ich euch trotzdem ein bisschen mit, so wie es geht halt. Wir sind jetzt im Parkhaus. Wir sind jetzt doch mit dem Auto gefahren. Wir wollten das Auto eigentlich zu Hause lassen. Und dann hast du, wie gesagt, ja toll. Guck mal meine Haare. Das sehe ich nachher aus. Also, ja, ich habe dir einen Zopf gemacht, ne? Und dann sehe ich nachher aus wie ein Frettchen. Und dann setze ich mich hier nirgendwo rein und frühstücke. Ich hatte jetzt einen anderen Vorschlag, eventuell, dass wir dann gleich nach IKEA fahren. Aber da müssen wir abwarten. Merkt ihr, es ist windig. Merkt ihr es, klar. Seht ihr. Die Aufzüge funktionieren nicht, weil Galeria Kaufhof zu hat. Da gehst du mal ein bisschen vor, Schatz. Weil Galeria Kaufhof zu hat, funktionieren die Aufzüge nicht. Nein, eventuell fahren wir gleich nach IKEA, aber wir warten ab, wie es mit dem Sturm wird. Also wir sind jetzt auf der Suche. Ja, ich vermute auch da hinten, wo wir rauskommen, weil wir. Was? Ja, Treppe zur Straße. Also wir müssen jetzt eine Treppe finden, weil der Aufzug funktioniert ja nicht, weil das Galeria Kaufhof ja zu hat, also es ist ja Sonntag. Doch, die hören mich. Sie haben mich letztens auch gehört. Ich habe das Video reingepackt. Da unten wollen wir hin. Also nicht zu Maredo, sondern zu Lisella. So, wir haben das Treppenhaus gefunden. Aber das ist irgendwie total offen hier. Was? Ja. Irgendwie. Ja. Jetzt hätte ich auch zu Fuß gehen können. So windig ist es wieder. Ey. So eine Scheiße. Ich bin auch heute nur am Meckern. Fertig. Der Lippenstift hat das alles nicht so mitgemacht. Hast du gerade ein Schiff auch erzählt? Ich muss mal Aufzug fahren, weil ich bin voll. Wir haben Ich zu auch. viel gegessen. Ja, alle. Und du musst jetzt mal klären, welche Etage. So, wir haben jetzt gefunden, wo wir lang müssen. Ja, mein Lippenstift ist immer noch so. Aber der ist gut. Also das Essen war ein bisschen. Also ich habe noch Pancakes gegessen. Die sind natürlich ein bisschen fettig und deswegen da geradeaus müssen wir. Hat der Lippenstift ein bisschen versagt. Jetzt müssen wir das Auto nur noch suchen. So, wir sind jetzt im IKEA, haben geparkt. Der Lippenstift ist immer noch so komisch, aber ich habe den nicht dabei. Möchtest du Und jetzt mit hält er wieder. deinem Taube machen? Wir hatten ja eigentlich einen Parkplatz, aber hier ist überall alles voller Vogelscheiße. Dann sagte ich zum Hubi, es ist vielleicht besser, er packt um. Wir sind jetzt wieder raus. Drin konnte ich nicht wirklich filmen, weil. Es war wieder so voll. Der Wind ist was stärker geworden. Meine Haare hat es eben ein bisschen zerfetzt. Und wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir sind noch fündig geworden. Ich zeige euch gleich was. Hallo, schön. Wir sind jetzt zu Hause. Ich kraul hier den. Ist der Yoshi? Den Yoshi. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch jetzt, was wir eingekauft haben. Und danach mache ich ein bisschen was in der Wohnung. Und da mache ich Lasagne, weil erst mache ich mir hier den Lippenstift ab. Also, der hält super, dieser Lippenstift. Außer, wenn man sowas Fettiges isst, wie diese Pancakes eben. Wenn ihr euch jetzt gerade, wenn man das gehört hat, nein, hier klopft es nicht. Wir vermuten, dass die kleine Tochter von den Nachbarn über uns Langstreckenläuferin werden möchte. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja. Ich packe mal alles aus und zeige euch. Also, wir haben uns heute ein bisschen zusammengerissen. Und zwar haben wir gekauft einen kleinen Mülleimer fürs Badezimmer mit Deckel, weil wir haben einen ohne Deckel und die Katzen sammeln sich da immer die Ohrenstäbchen raus. Und ich benutze verdammt viele Ohrenstäbchen, wenn ich mich geschminkt habe, mache ich die Schminke damit weg. Oder wenn ich mit dem Lippenstift über den Rand gemalt habe, mache ich die Schminke damit weg. Deswegen liegen da schon mal mehrere drin. Und die sammeln sich hier raus. Ist dann hier mit so einem Knopf. So, ich weiß jetzt nicht, was ich schon gefilmt habe. Das Problem ist, ich habe jetzt hier gerade die Kerzen rausgeholt und meine Tochter saß hinter mir und hier hat man die drin gesehen. Deswegen muss ich neu filmen. So, den Mülleimer, glaube ich, hatte ich euch schon gezeigt, ne? Ja, damit die Katzen nicht mit rangehen.
Dann habe ich mir hier diese unechten Blümchen gekauft. Die haben 59 Cent gekostet, das Stück. Die 1,99. Die wollte ich im Badezimmer ans Regal dran machen. Dann die Gefrierhaltebeutel. Die holen wir eigentlich immer von da. Die sind eigentlich richtig super. Bügelperlen-Schablonen. Ich wollte nochmal so eine große neue haben. Ein Glas. Da kommen gleich die Süßigkeiten von unserer kleinen Maus rein. Die stehen bis jetzt oben in der Küche auf so einem Regal, aber halt offen. Und die Katzen haben gelernt, wie man da hochkommt. Deswegen ist mir das ein bisschen zu riskant. Und natürlich diese gut riechenden Kerzen. Und das war es eigentlich schon. Ja. Wir wollten eigentlich noch ein neues Regal fürs Badezimmer mitnehmen. Dann hat unsere kleine Maus aber einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen, weil sie von denen hier gab es unechte Rosen und wir haben Nein gesagt, weil sie braucht die nicht. Sie hat Blümchen bei sich auf der Fensterbank und die fliegen einfach nur wieder im Kinderzimmer rum. So. Und dann hat sie einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen, ist uns weggelaufen. Ich habe kurzzeitig durch das ganze IKEA geschrien, was mir aber ehrlich gesagt in dem Moment egal ist, weil ich würde zu Hause auch so mit der meckern. Also können die Leute auch ruhig sehen, dass ich so mit dir draußen meckere. Dementsprechend haben wir keine Lust mehr gehabt und haben nur das gekauft. Das waren insgesamt 30 Euro, wären dann eventuell 30 Euro mehr geworden fürs Regal. Aber wir haben einen Schreibtisch gefunden, den wir Mitte des Jahres kaufen werden und einen Bürostuhl, weil unsere Tochter ja in die Schule kommt. Haben uns da direkt auch Fotos von gemacht, von der Nummer und allem. Ja, und für unsere Garderobe. Wir haben überlegt, das jetzt schon mitzunehmen, aber dann haben wir den Plunder hier rumstehen und wir müssen ja erst den Flur neu streichen. Das heißt, wenn wir den Flur neu gestrichen haben, gehen wir die Sachen holen, können wir die auch direkt aufbauen. Ja, das war also unser Sonntag. Ich räume jetzt nur noch auf und dann koche ich gleich und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zusehen. Und ihr könnt mir vielleicht sagen, wie euer Sonntag war. Würde mich vielleicht auch mal interessieren. Bis dann. Tschüss. Möchten Sie auch Tschüss sagen? Tschüss.